So, ich lasse mich auch mal wieder blicken. Also es gab ja jetzt leider schon lange, lange kein neues Video mehr von mir. Und ich ärgere mich selbst total darüber, dass es irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich das gerne haben wollte. Und jetzt bin ich wieder da und zwar mit einem Video, was ich selbst gerne drehe und was ihr euch eigentlich auch selbst gerne anschaut. Und zwar mit einem Haul New In, was habe ich eingekauft Video. Da habe ich echt das ein oder andere schöne Teil bei den High Street Ketten gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wir fangen mal mit dem üblichen Verdächtigen an, Zara. Und das erste Teil habe ich auch gleich an. Das ist dieser gestreifte Longsleever. Und es war nicht so einfach, den zu bekommen. Also ich habe den online gesehen. Man konnte den aber noch nicht bestellen, sondern nur irgendwie seine E-Mail-Adresse eingeben und dann kriegt man eine Nachricht, wenn der ja verfügbar ist. Und als es dann soweit war, habe ich den dann in Größe M bestellt. Und als es dann angekommen ist, habe ich festgestellt, es fällt ganz schön eng aus. Also es ist wirklich sehr eng anliegend und ich mag das bei Longsleevern gar nicht, wenn es echt so richtig eng ist. Und wollte den dann in Größe L bestellen. Da war der online aber komplett ausverkauft. Da muss ich im Laden gehen und gucken, ob die den da vielleicht irgendwo haben. Den habe ich aber nicht gefunden, weil der halt nirgendwo auf der Fläche irgendwie zu sehen war. Habe dann auch Mitarbeiter gefragt. In dem ersten Laden gab es den dann wirklich nicht mehr. Und bin ich noch in den anderen gegangen. Und da haben die den wirklich noch im Lager gehabt. Also es lohnt sich wirklich mal mit einer Artikelnummer wirklich nochmal zu fragen. Und manchmal haben die die Sachen einfach irgendwie noch im Lager und nicht im Laden. Jedenfalls habe ich den dann letztendlich bekommen und bin super glücklich damit. Ich liebe einfach diese Streifen und diese Farben. Ich finde, das sieht ganz cool aus zu so braunen Haaren. Es gibt den auch in einer anderen Variante in so rötlich, so rot-schwarz. Finde ich auch cool, aber ich mochte irgendwie das Blau irgendwie mehr. Ja, das war das erste Teil. Das zweite Teil ist diese Bluse. Und die sieht auf dem ersten Blick relativ langweilig aus, außer dass sie hier so farblich abgesetzte Nähte hat. Das Besondere an der Bluse sind aber die Ärmel. Die sind nämlich hier so weit ausfallend und relativ lang. Und ich stehe momentan total auf diese großen Ärmel. Und hier guckt dann am Ende nur noch so ein bisschen die Hand raus und es hat auch so einen Schlitz. Ich finde es einfach super cool, vor allem, dass die halt echt erstmal so unscheinbar aussieht und dann so ein Detail hat. Ich finde, das gibt einfach nochmal so einen coolen Look. Der Stoff ist auch total unempfindlich, was Falten angeht. Also ich hatte den in dem Koffer dabei und hatte schon Sorgen, dass da jetzt irgendwie voll die Falten drin sind. War aber nicht so, war komplett glatt, einfach weil das so ein fließender Stoff ist. Also das ist ganz cool und ja, finde ich es einfach eine coole Bluse mit so Hingucker-Ärmeln. Ich habe noch eine weitere Bluse und zwar diese hier. Wie man sieht, das ist so eine Pyjama-Style-Bluse. Also es hat halt diesen Kragen und diese Brusttasche, was man sonst eigentlich von so typischen schicken Seiden-Pyjamas kennt. Das ist jetzt aber eine Bluse für den Alltag. Und das hat man eigentlich die letzten Jahre immer mal wieder gesehen. So Pyjama-Style für den Alltag, also für draußen. Und diese Ausführung hat mir ganz gut gefallen, weil die gut sitzt. Also die Ärmel sind so ein bisschen kürzer, was ich ganz cool finde. Und es ist jetzt nicht so krass oversized, dass es dann zu sehr nach Pyjama aussieht. Und ich finde schwarz auch schön. Also schwarz, da kann man eh nicht viel falsch machen. Finde ich einfach mal ganz schön. Und ich würde die Bluse einfach zu Skinny Jeans anziehen, so ein bisschen vorne reingesteckt. Oder aber auch zu so schwarzer Marlene-Hose, irgendwie so, die so weit geschnitten ist. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das dann so mehr Richtung Pyjama geht, aber das dann doch irgendwie so schick ist, dass es eben kein Pyjama ist. Und irgendwie, ja, ist so ein cooler Look, finde ich. Und es gibt auch aktuell von der Rodate und And Other Stories Kollektion so coole Cropped Pyjama-Blusen. Die waren aber sofort ausverkauft und ich wollte unbedingt diese rote Bluse davon haben. Also wenn jemand von euch die noch irgendwo findet in 34 oder 36, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ja, aber sonst gibt es eben diese Pyjama-Bluse bei Zara. Weiter geht's mit dem Laden Monki und irgendwie war ich da seit Ewigkeiten nicht mehr oder habe da was gekauft. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß aber noch, wie Monki damals bei uns in Berlin aufgemacht hat und es da so einen Ansturm gab und auch vor den Umkleidekabinen gab es immer so mega die langen Warteschlangen. Das ist alles so ein bisschen abgeflacht und jedenfalls war ich da jetzt vor kurzem auch wieder drin und habe eine Jeans mitgenommen. Und zwar eine Mom Jeans. Das ist so voll mein aktuelles Beuteschema. Aber ich habe so zwei Mom Jeans bzw. Girlfriend Jeans. Aber die waren oder die sind beide nicht high-waisted geschnitten. Ich wollte aber unbedingt eine, die high-waisted ist. Und habe dann bei Monki eine gefunden. Und die sitzt wirklich schön eng dann an der Taille. Ich habe ja sonst das Problem, dass es dann trotzdem noch so einen Abstand gibt zwischen Jeans und Rücken. Total blöd. Das ist hier aber nicht der Fall und ich mag dieses stinknormale blaue Jeansmuster.
Und das ist dann auch cropped geschnitten. Also an dem Model ist es mega cropped. An mir ist es eher so ein bisschen cropped. Und ich trage es dann entweder so normal oder so einmal umgeschlagen, je nachdem, was für Schuhwerk ich dazu anziehe. Und ja, es ist voll die coole Jeans. Ich wurde auch relativ oft darauf angesprochen. Ich glaube, es ist einfach auch, ja, die Beinenden sehen halt einfach cool aus. Vor allem zu Heels finde ich das voll cool. Das Einzige ist, dass wenn man die so trägt, dann rutscht sie irgendwann so ein bisschen hoch und sieht dann hier vorne nicht so gut aus. Aber okay, dagegen kann man irgendwie nicht so richtig was machen und ist noch so verkraftbar. Weil ansonsten ist es echt eine coole Jeans. Dann habe ich noch eine weitere Jeans gekauft, aber diesmal bei Levi's. Eine Skinny Jeans. Mir ist nämlich aufgefallen, dass alle Skinny Jeans, die ich habe, entweder dunkelblau, dunkelgrau sind oder kaputt. Also ich liebe ja die Topshop Jeans, weil mir die perfekt passen und die haben ja so verschiedene Längen und da, besonders für kleine Menschen, sehr praktisch, wenn man dann wirklich kurze Längen auswählen kann. Aber die gehen bei mir irgendwie schnell an dieser Stelle hier kaputt, also wo man das Knie so beugt und dann hier innen. Habt ihr das auch? Na, jedenfalls ist der Stoff halt bei den Jeans immer sehr dünn. Und ich wollte dann eine, die aus so einem schönen, robusten Jeansstoff besteht, mit so ein bisschen Stretch. Und ich glaube, dass man bei Levi's da dann schon an der richtigen Adresse ist. Und da habe ich dann auch ein Modell gefunden, was mir ganz gut gefallen hat. Und zwar ist es 721 High-Rise Skinny. Also mir ist ja echt wichtig, dass es dann so ein bisschen high-raised ist. Ich hasse ja so Low-Cut-Jeans. Das geht gar nicht bei mir. Und die ist eben high-raised geschnitten, aber jetzt nicht übertrieben high-raised. Und sitzt einfach gut, so richtig schön eng und ich mag das Muster, also die Waschung. Und ja, an den Beinenden ist auch schön eng, aber es ist bei mir ein bisschen zu lang. Also ich muss schon so zweimal umschlagen, dass es dann die richtige Länge hat. Und ich bin am Überlegen, ob ich dann das einfach so abschneide und das so ein bisschen ausfranden lasse. Ja, aber ansonsten ist es eine super coole Jeans, sitzt richtig schön und ist sehr bequem. Eine Station haben wir noch und zwar in Other Stories. Da habe ich diesen Rock hier mitgenommen. So A-linienförmig geschnitten, aus einem relativ festen Material und hat hier so große Taschen. Und das sind eigentlich auch die Eigenschaften, die mich zum Kauf verleitet haben. Ich mag halt einfach dieses Feste. Ich finde, das ist nicht zu sexy, aber auch nicht zu mädchenhaft. Das ist irgendwie sowas dazwischen. Also man kann es schick kombinieren, aber auch ja, so ein bisschen lässiger, also jetzt nicht zu schick. Und es ist irgendwie, glaube ich, auch relativ unkompliziert beim Tragen, weil es jetzt nicht irgendwie hochrutscht oder einfach zu viel zeigt. Das finde ich dann immer ganz gut, weil Miniröcke sind mir dann sonst meistens doch irgendwie zu, man muss zu sehr aufpassen oder so. Und das, glaube ich, ist bei dem nicht so der Fall. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Rock. Dann habe ich noch ein weiteres Frühlingsteil und zwar dieses Oberteil. Das ist aus so einem Baumwoll-Leinen gemischt. Das finde ich ja eigentlich mal ganz schön für Frühling und Sommer. Und das hat hier einfach so diese süßen Muschelsaumärmel. Das finde ich ultra cool. Und sonst ist es relativ dicht gehalten, aber man kann den Ausschnitt hier entweder so zuknöpfen. Ich mag es aber auch ganz gerne, wenn man es einfach so offen lässt. Ja, es ist auf jeden Fall ein super süßes Frühlingsteil und ich freue mich schon, das anziehen zu können. Und damit fehlt uns eigentlich nur noch der Frühling, der endlich mal anbrechen soll. Also wir haben schon fast April und es ist immer noch gefühlt Winter. Naja. Das waren jedenfalls meine Einkäufe der letzten Monate. Ich hoffe also, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr entschuldigt auch meine kurze Auszeit, die ich hatte. In der nächsten Woche erwartet euch aber schon ein neues Video. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!